Eine letzte Warnung für alle Mutter von Wien. In wenigen Tagen müsst ihr eure Tochter verstecken. Denn ich komme hierher nach Wien zu der Liveball und ich komme aus einem Grund. Ich will kommen aus der Reich. Ja, yeah, kommen aus der Reich. Meine Damen und Herren, wenn Sie glauben, alles um sich herum ist käuflich und verkäuflich und die Welt lacht Sie aus, dann sind Sie genau richtig hier. Da. Lachen Sie zurück mit Dirk Stermann und Christoph Grisemann! Freundlichen Empfang. Herzlich willkommen zur 280. Ausgabe von Willkommen Österreich. An meiner Seite, ihr, meine Damen und Herren, ihr, Christoph Maria Grissemann. Ja, danke, hier bin ich. Für euch, danke. Und meine Band, Ruskaya. Hurra! Ja. Dankeschön. Ein herzliches Grüß Gott. 218. Ausgabe von Willkommen Österreich. Gags, Gags, Gags. Und heute zwei schwindelerregend gute Gäste in Willkommen Österreich, oder? Ich weiß gar nicht, wer der größere Popstar von den beiden ist. Ja. Zu uns kommt der klar beste Journalist des Landes, Twitter-Titan, seit dem Bild Gott, unglaublich gut aus hier, muss man sagen. Armin Wolf ist bei uns. Bei uns, er pfeift auf ORF 2. Er ist bei uns heute. Der ORF Armin. Ja. Und dann ein junger Mann. Und ich habe das wirklich vorher bei der Probe mithören können. Man darf seine Lieder eigentlich nur im Knien hören, oder? So gut ist es. Ist ein Gottesdienst. Ja, und er wird auch ohne Geld heute bei uns in der Sendung ganz am Schluss mit Ruskaya gemeinsam seinen neuen Hit präsentieren. Wahnsinn. Am seidenen Faden. Der große Tim Bensko. Yes. Und wir alle was dabei. Wir dürfen es nicht vergessen, auch wenn der Applaus für ihn etwas untergehen wird an dieser Stelle. An meiner Seite, als meine Unterstützung, als mein Stichwortgeber, der ORF-Dirk. Dankeschön. Danke sehr. Ja. Der ORF-Dirk. Der ORF-Dirk. Ja. Süß. Ja. Sie haben es ja mitbekommen, liebe ORF-süchtige Menschen, die neue ORF-Kampagne ORF wie wir ist draußen und einige hat sie verstört. Ich fand sie eigentlich sehr gelungen. Ne? Es werden ORF-Stars gezeigt und dann erscheint zwischen den Sendungen das Bild dieses ORF-Stars und dann steht nur daneben ORF und der Vorname. ORF Dirk, ORF Armin, Herr Wolf hat auch mitgemacht, fragen Sie mich nicht warum. ORF Miriam und so, ne? Ich habe selbstverständlich abgesagt. Und dann werden aber auch Bilder so eingewoben von ganz normalen Menschen. Ne? No-Names aus der Bevölkerung, ORF Paula, ORF Dragan und so. Ne? Man weiß nicht, was es soll, irgendwie wirkt es sympathisch. Ja, um zu zeigen, wie vielfältig das Land ist. ORF, wie wir. Wie wir alle. Unsere Bevölkerung zusammengesetzt ist, ist ja eigentlich ein wirklich sympathischer Gedanke. Ist auch eine tolle Bevölkerung. Und es sind natürlich auch Menschen mit Migrationshintergrund, wie es so scheußlich heißt, dabei. Aber meiner Meinung nach zu wenig. Ja? Und das hat, glaube ich, den folgenden Grund, weil die orientalischen Namen so lang sind. Ja. Also das habe ich noch nicht gesehen zum Beispiel. Das ist dann doch zu heiß. Ja? Mhm. Was ich auch nicht gesehen habe, und da ist es, glaube ich, gut, das hier. Also man muss schon schauen, wie die Biografie eines Menschen war, bevor es dieser Mensch in die ORF-Kampagne schafft. Aber auch sie gehört zu uns, auch sie ist ORF wie wir. Auch er gehört zu uns, sehe ich trotzdem nicht. Ja. Der ORF-Josef. Ja. Apropos, was macht eigentlich der ORF-Peter zurzeit? Die Claudia Schießwold, Blick in diese Kamera. Schönen guten Abend. Gut gemacht und weg. Ja, gut. Mein Gott. Der ORF-Peter. Ein Mann der alten Schule, der weiß, wie man mit Frauen umgeht. Ja. In Niederösterreich ist die FPÖ führerlos zurzeit, weil Barbara Rosenkranz ist zurückgetreten. Ja. Mal fragen uns alle jetzt, was macht Barbara Rosenkranz? Ich vermute, sie geht zur Post. Dort kann sie ihrem Hobby frönen, austragen. Sie hat ja nur zwei Hobbys. Interessant.
Nur zwei Hobbys. Das würde verstanden. Eine Frau, die nur zwei Hobbys hat, nämlich austragen und Bücher über den Holocaust nicht lesen. Das sind ihre beiden einzigen Hobbys. Oh, Empörungslacher, schwierig, wird rausgeschnitten wahrscheinlich. Aber das bringt mich gleich zu H.C. Stretchy, wie Warum? Er in Amerika genannt wird. Ja, in Amerika sagt man H.C. Stretchy. Da sagt man den Namen gar nicht. Doch, man sagt H.C. Ich habe CNN gesehen, Beitrag über ihn, H.C. Stretchy. Ich kenne keinen Amerikaner, der Stretchy kennt. Doch, man sagt in Amerika auch nicht Goethe, sondern Goofy. Wirklich, das ist total köstlich. H.C. Stretchy, von dem hat man lange nichts gehört, jetzt hat man aber was gehört. Wahlkampf ist ja und die FPÖ hat ein Handbuch rausgebracht, wirklich wahr. Und da steht wirklich Abenteuerliches zum Thema Migration drin. Wirklich no joke. Im neuen FPÖ-Handbuch steht drin, dass die Ausländer, diese verdammten Ausländer, schuld in Österreich sind für Kriminalität, Arbeitslosigkeit, für die hohen Immobilienpreise und auch für die Verbreitung von Krankheiten. Entschuldigung. Stimmt natürlich. Aber lieber Stretchy, du hast vergessen, sie sind auch noch verantwortlich für den Klimawandel, für das Bienensterben und für den Rückgang der Gletscher. Ja klar. Wahrscheinlich sind sie auch verantwortlich dafür, dass Gusi jetzt bei Novomatic eingestiegen ist. Der Gusenbauer. Gusenbauer. Ja, ich bin jetzt bei Novomatic. Ne? Alfred Gusenbauer ist jetzt bei Novomatic. How low can a man go? Ey, Mann, das muss ich mir vorstellen. Vor kurzem noch war er Berater eines Diktators in Kasachstan. Und jetzt ist er beim Glücksspielkonzern Novomatic. Gut, Gusenbauer war auch immer ein Mann, der so redet, als hätte er drei Zitronen im Mund. Ne? Passt also irgendwie. Ja. Aber der macht für Geld alles, oder? Ich meine, was kommt als nächstes? Dass er als neue Flamme von Richard Lugner ins Dschungelcamp einzieht, oder was? Der ist doch ekelerregend. Ja, jetzt lass dir mal noch seinen Erfolg. Der Mann war Kanzler und jetzt hat er wirklich Erfolg. Und ich meine, ich weiß, es ist peinlich, über seinen eigenen Erfolg zu reden, aber ich bin wirklich ein bisschen stolz. Weil Grissmann und ich, darf ich das sagen ganz kurz, wir haben seit vielen Jahren versuchen wir die ORF-Führung, nämlich ORF-Kati und ORF-Alex zu überzeugen, dass wir beide eigentlich ganz gerne ein Tatort-Pärchen würden. Ja. Also ich glaube, wir könnten das auch. Ich glaube, wir können das. Und ja. Und wir haben uns wirklich den Mund fusselig geredet und jetzt gestern, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, gestern endlich war es soweit, wir beide waren zum ersten Mal im Tatort, nicht in einer großen Rolle, aber immerhin, schauen Sie mal. Es ist demütigend ohne Ende. Na, das gibt's ja nicht. Ja. Unglaublich. Man muss schon sehr genau hinschauen. Ja. Man muss sehr genau hinschauen. Der Wimpernschlag einer Libelle. Ich möchte Sie noch einmal zeigen, für die, denen das jetzt gerade zu schnell ging. Das war unser Auftritt, schauen Sie mal. Ja. Also keine große Rolle, aber irgendwie eine runde Geschichte. Für uns auch eine runde Geschichte. Wirklich, ja, aber was für eine Freie. Ich war gedemütigt. Ja, ja, ich eigentlich auch. Und ich habe mich sehr nah gefühlt einem Mann, der auch fortwährend gedemütigt wird zurzeit, nämlich Marco Arnautovic. Ja. Marco Arnautovic, Sie kennen ihn, ne, hat wieder so eine Affäre gehabt auf der Autobahn, wieder Polizisten irgendwie beleidigt und wurde jetzt suspendiert von seinem Verein Werder Bremen auch. Und Marco Arnautovic, ein rhetorisches Genie. Ne? Dr. Arnautovic. Dr. Arnautovic, wie wir sagen, hatte jetzt die Möglichkeit, sich zu rechtfertigen in einer Sportsendung des ORF. Er wurde eingeladen von Rainer Paria Seck. Und hat die Möglichkeit gehabt, sich zu rechtfertigen. Und bevor Sie das jetzt sehen, muss ich Ihnen sagen, Sie kennen wahrscheinlich sicher das Sprichwort, aus einer Mücke einen Elefanten machen. Ja, und das wollte Arnautovic dem Pariasek irgendwie sozusagen sagen. Und sehen Sie selbst, wie dieses Sprichwort aus dem Mund von Arnautovic sehr interessant rauspurzelt. Sie haben irgendwie als erste Reaktion auch gesagt, dass Sie fühlen sich ein bisschen verfolgt, ein bisschen schlecht behandelt. Ist dem so? Ja, es wird halt oft genug eine Ameise aus einem Elefanten gemacht bei mir. Moment, also er hat gesagt, aus einem Elefanten, er hat zwei Fehler gemacht. Mhm. Er hat erstens das Sprichwort komplett vertauscht, weil er gesagt hat, aus einem Elefanten wurde eine Ameise gemacht und er hat die Ameise auch mit der Mücke verwechselt. Ja. Das Einzige, was er wirklich richtig gemacht hat, war der Elefant. So, hör mal einmal ganz kurz nochmal rein. Es wird halt oft genug eine Ameise aus einem Elefanten gemacht bei mir. Ich meine, was ist das
für eine Ameise. Obwohl, er hat vielleicht den Angriff der Riesenameise. Stell dir vor, eine Riesenameise. Aus einem Elefanten eine riesige Ameise. Ja. Okay, ich meine, wir alle wissen, ein Frühling macht noch keine Schwalbe. Um es mit Arnautovic zu sagen. Aber bleiben wir doch im Reich der Tiere, der Mücken und der Ameisen und der Elefanten. In Kumbach bei Graz gab es eine merkwürdige Geschichte, da sind Kühe entlaufen und zuständig in so einem Fall ist die örtliche Feuerwehr. Die haben versucht, die Kuh zu finden und schauen Sie mal selbst, wie die das erklären. Abwarten, ob wir Hinweise kriegen, ob wir irgendwo detailliert einen Hinweis kriegen, wo sie die Tiere aufhalten können. Sobald wir das wissen, können wir gezielt mit der Suche beginnen. Die letzte Möglichkeit wäre also, die Tiere mittels Betäubungsgewehr zu betäuben. Nur, damit man das machen kann, muss man wirklich wissen, wo die Tiere sind. Ja, Moment. Das stimmt, er hat recht. Ja. Der Mann hat recht. Es wird natürlich ein bisschen unbeholfen, aber er hat vollkommen recht. Weil wie willst du jemanden, du kannst jemanden nur betäuben, wenn du weißt, wo er ist. Ja. Das ist völlig richtig. Wir lernen daraus, man muss erst wissen, wo die Tiere sind, damit man sie suchen kann. Richtig. Ja, alles andere ist Quatsch. Ja. Wie willst du was macht man aber mit Tieren, die man sofort gefunden hat? Da klärt uns ein ORF Wien heute Redakteur auf. Was tun gegen die Taubenplage vor dem eigenen Fenster? Die Vögel mit einem Gewehr abschießen. Ja, genau so ist es. Okay. ORF wie wir. Ja. Ah, diese Scheißtauben. Ah, ich setz mich schon mal hin mit deiner Erlaubnis, lieber ORF Dirk. Was? ORF Christe, was hast du gemacht zu Pfingsten? Wie, was habe ich zu Pfingsten gemacht? Was hast du gemacht? Weil es war so schön jetzt. Pfingsten, haben Sie vielleicht auch irgendwas Schönes gemacht mit Ihren Lieben? Ich weiß nicht, was Sie getan haben. Ich weiß aber, was unser Bundespräsident mit seiner Frau getan hat. So, locker werden wir heute eine kleine Bootstour machen, Marc. Danke! Bitte! So, falls mir heiß wird, habe ich immer dabei ein Ventilator, Market. Heinzi, es geht doch gar kein Strom hier. Wieso? Die Donau ist doch ein Strom. Danke! Bitte! Bitte nicht, dass du ohne mich wegfährst. Bum, tscharasser, bim, bam, bum. Oje, oje! Oh, Heinzi! Market! Market! So habe ich mich gerettet noch einmal. Jetzt sind wir schon im Boot. Ich bin der Kapitän. Mag ich die Landesflagge bitte? Danke, Marge. Bitte, Heinze. So. Bitte, dann fahren wir los im Dienste Österreichs. You have beautiful legs. Danke, thank you. Hast du eigentlich eine Ausbildung als Kapitän, Heinz? Kennst dich du aus? Nicht so richtig gut, Margit, aber ich weiß, dass es auf einem Boot ein Backbord und ein Steuerbord gibt. Danke. Beim Backbord auf der Seite, wo du sitzt, kannst du also eine Torte backen. Und da machst du deine Steuererklärung. Danke! Bitte! Humor braucht der Mensch! Gott schütze Österreich! Um Gottes Willen, Margit! Jetzt haben wir wirklich grad und grad ein Unglück verhindern können mit meiner Umsicht. Danke! Bitte. Schau, wie sie da sitzen, alle die Wähler. Freibier für alle auf Kosten vom Bundespräsidenten, bitte. Danke. Schickt's mir die Rechnung in die Hofburg. Gell? Danke. Guten Morgen. Danke. Ja, guten Morgen. Gott schütze Österreich. Danke. Danke. So. Fahren wir weg von den Trotteln. Komm, gehen wir. Bin der erste Mann im Staat, meine Damen und Herren. Heinz, da sind schon wieder zwei Damen in Seenot. Oh. Rechts im Schilf. Oh, ja, die dicke da. Die dicke, dicke Dame. Bitte, wir helfen Ihnen. Die dicke, sonst packt sie es ins Wasser. Pass auf, bitte die dicke raus aus dem Boot. Die dicke raus aus dem Boot, bitte. Danke. So, wir beschützen die Österreicher und Österreicherinnen. Habt ihr es euch gemütlich gemacht? Danke, Bundespräsident. Danke. Wir danken. Ja, der Bundespräsident auf einer heiteren Bootstour in der alten Donau. Freuen Sie sich schon auf kommende Woche, wo wir diesen schönen Bootsausflug von unserem ersten Paar im Staat weiter begleiten werden. Ja, wir im ORF begleiten alles, was wichtig ist. Was war wichtig am Wochenende, war der Song Contest. In dem Zusammenhang, was wurde eigentlich aus Natalia Kelly?
Ja, das sieht man morgen in einer Doku. Was wurde eigentlich aus Natalia Kelly? Die haben Sie vielleicht mitbekommen, immerhin den schönen Erfolg hatte. Sie war ja im Halbfinale. Sie hat es bis dorthin geschafft. Immerhin. Dann hat sie kurz vor ihrem Auftritt hat sie gepostet, nur noch wenige Minuten. Das stimmte dann ja auch. Wenn's geht. Das ist wirklich wahr. Das haben Sie vielleicht auch mitbekommen. Das ging ja jetzt durch alle Medien. In, wirklich wahr, Mistelbach wurde jetzt ein Michael Jackson-Denkmal enthüllt. Ja, hab ich auch gehört. In Mistelbach. Aha. Also man kriegt ja wirklich auf den ersten Blick Mistelbach mit Michael Jackson nicht so richtig zusammen. Ne? Ob er sich auch umgebracht hätte, wenn er das gewusst hätte? Ja. Warum in Mistelbach ein Michael Jackson-Denkmal? Wir waren vor Ort und haben nachgefragt bei den Besuchern und wir bekamen eine schlüssige Antwort. Die einzige andere Michael Jackson-Statue Europas steht in London. Dass die zweite in Mistelbach und nicht etwa in Wien aufgestellt wird, stört aber die wenigsten. Ich bin ja hierher gefahren, für mich ist es ganz weit weg, ja, und so weit weg von allem, aber Michael hat auch in Neverland weit weg von allem gelebt, also da gibt es schon eine Verbindung, ja. Recht hat er, ich finde, man sollte diesen Mann organisieren, engagieren für Willkommen Österreich, um sich um die Übergänge zwischen den Witzen zu kümmern. Ja, aber hast du die Statue gesehen? Die Statue war ziemlich detailgetreu. Die Michael Jackson Statue in Mistelbach, originalgetreu, kalkweiß, bröckelständig. Ja, absolut. Ja, die Frage ist, ist das jetzt schon Kultur? Ich kann es nicht genau beurteilen. Ist eine Statue von Michael Jackson in Mistelbach Kultur oder Chronik? Was meinst du? Oder was? Chronik. Chronik? Fällt es unter Chronik? Ich weiß nicht. Unter Kultur fällt auf jeden Fall etwas, das wir seit der letzten Sendung machen, was uns, finde ich, auch ganz gut zu Gesicht steht. Nämlich, wir versuchen, den komasaufenden Jugendlichen in Österreich Robert Musil näher zu bringen. Mann ohne Eigenschaften, Folge 2. Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften. Gelesen von Moneyboy. Ich bin es wieder, Money zum Boy. Hier mit dem Hood-Report direkt aus der Hood. Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften, Seite 29. Ulrich, der nun etwas Verständliches sagen wollte, benützte die Gelegenheit, um beiläufig darauf hinzuweisen, dass ja auch die Liebe zu den religiösen und gefährlichen Erlebnissen gehöre, weil sie den Menschen aus den Armen der Vernunft und ihn in einen wahrhaft grundlos schwebenden Zustand versetze. Ja, sagte die Dame, aber Sport sei doch roh. 2 Wochen später war Bondea schon seit 14 Tagen seine Geliebte. Sheesh, Money Boy, Swag, Eagle Gang, Flyer ist ein Adler. Burr. Ja, gut. Money Boy, ja. Liesen, Mann ohne Eigenschaften, Willkommen Österreich. Und zwar den kompletten. Den kompletten, ja. Bis ins Jahr 2018 haben wir ausgerechnet, wird der Moneyboy das machen. Ja, genau. Er liest den kompletten Mann ohne Eigenschaften. Ja. Im Jahr 2068, so ORF Alexander will, dass die Sendung noch besteht zu diesem Zeitpunkt, wird Moneyboy fertig sein mit dem Mann ohne Eigenschaften. Und du wirst lachen, ORF Dirk wird alles dafür tun, dass es so kommt. Ob das reicht? Ich weiß es nicht, Eine große Fußball-Ikone hat Abschied genommen dieser Tage, nämlich David Beckham, 38-jährig, ist von der Fußballbühne verschwunden. Es war ein trauriger Abgang. Ja. Aber ich sage an dieser Stelle, jeder ist ersetzbar. Ja. Auch David Beckham, das haben wir ja schon vor einigen Jahren bewiesen. Baby, do you understand me now? And sometimes I seem a little mad. But don't you know that no life can always be an angel? And when things go wrong, I seem a little mad. Bravo! Bravo, meine Damen und Herren! So, was? Genug der schnöden Komik! Wir haben fantastische Gäste für Sie heute. Ja. Und wir sind auch sehr stolz auf diese Gäste. Es sind Armin Wolf und Tim Bensko, zwei Männer, die, würde ich sagen, quasi alles abdecken, was es gibt zurzeit, was interessant an Männern sein könnte. Und was die beiden gemeinsam haben, hat Apotheker Edlinger für uns und für Sie zusammengetragen.